Im April 2018 fand in den Räumen der Berliner Charité das Kick-Off-Treffen zur Einrichtung einer Beobachtungsstudie und zum Aufbau eines nationalen und internationalen Patientenregisters für Phosphatdiabetes statt. Die Einladung zum Aufbau eines Netzwerkes erfolgte durch die Deutsche Gesellschaft für Kinderendokrinologie und Diabetologie und der Gesellschaft für Pädiatrische Nephrologie, vertreten durch Dr. Dirk Schnabel und Prof. Dr. Dieter Hafner. Ja, also es geht um das Krankheitsbild der hypophosphatämischen Rachitis. Ein Krankheitsbild, was von zwei Subspezialitäten der Pädiatrie betreut wird. Zum einen liegt es in der Hand der pädiatrischen Nephrologen und zum anderen in der Hand der pädiatrischen Endokrinologen. Und nun, seit vielen, vielen Jahren haben wir schon eine Zusammenarbeit zwischen beiden Fachgesellschaften in Bezug auf dieses Krankheitsbild. Und wir wollten jetzt sozusagen eben halt die Datenlage, die wir jetzt irgendwie schon erarbeitet haben, nochmal auf ein breiteres Fundament stellen und mehr Zentren in Deutschland einschließen, um eben halt ein genaueres Krankheitsbild über den Verlauf der Patienten, wie lange hat es gedauert, bis die Diagnose gestellt wurde, wie ist die Diagnostik erfolgt, was für Komplikationen sind in den vielen Jahren sozusagen aufgetreten bei diesem Krankheitsbild, um einfach vielleicht herauszufinden, irgendwie auf was muss man irgendwie achten, in welchen Lebensphasen sind welche Organmanifestationen vielleicht zu erwarten, die man irgendwie halt dann vielleicht eben verhindern kann. Und deswegen haben wir gesagt, wir bündeln sozusagen die Kraft beider Gesellschaften bei diesem Krankheitsbild, um eben halt eine Datenbank entstehen zu lassen, die dann eben halt dem hoffentlich der Betreuung der Patienten mit Phosphatdiabetes dienen wird. Expertinnen und Experten aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich informierten sich über die neuesten interdisziplinären wissenschaftlichen Erkenntnisse und neue Therapieoptionen. Das bringt zum einen Informationen. Wir hatten eine hohe Expertise hier heute. Es waren viele Fachleute aus verschiedenen Disziplinen da. Wir hatten die Möglichkeit, uns das anzuhören und wir werden inzwischen ja auch gehört und gefragt nach unserer Meinung, nach unseren Erfahrungen. Ja, es war ein sehr inspirierender Tag. Es hat mir sehr gut gefallen heute. Also die unterschiedlichen Disziplinen sind zusammengekommen zu einer seltenen, um über eine seltene Erkrankung zu sprechen. Und die Phosphatdiabetes ist eine seltene Erkrankung. Und dass Expertise aus dem Bereich der Orthopädie, aus dem Bereich der Nephrologie, aus dem Bereich der Endokrinologie, der Zahnmedizin und so weiter, dass das zusammengekommen ist und wir übergreifend miteinander schauen konnten, wie ist der Entwicklungsstand, wie ist die aktuelle Situation, was gibt es für Therapiemöglichkeiten. Das war sehr interessant und dass die Beteiligung der Menschen mit Phosphatdiabetes ermöglicht worden ist, das ist das Besondere. Also da ist Partizipation ganz groß geschrieben worden und das ist nicht selbstverständlich. Deswegen hat es mir sehr gut gefallen, war ein sehr aufschlussreicher, anregender und schöner Tag.